Also, die Chaya hat Schluss gemacht, weil du in GTA fremdgegangen bist. Ja. Wir machen auch nicht alles, musst du wissen. Das stimmt. Wir haben ja damals auch Skylines aus Dinge. Persönlichen Gründen abgelehnt gehabt. Da hieß es so, Abdi, willst du mal hier kurz an der Ecke Haschisch verkaufen? Ich sag damit Eltern, Marokkaner, gucken, guck, der Sohn von Hajja verkauft Haschisch, ich wusste es. Ich bin online, was geht bei dir? Online worldwide, ich repräsentier. Bratucha! Oh, ey, ei, ei, ei. Bratan! In the house. Oleg Sesh. Live dabei. Schreibt mal jetzt alle Oleg Sesh in die Kommentare. Was geht, Brate? Alles gut? Jo, Sam, was geht? Was geht, mein Lieber? Wo bist du, Brate? Ich bin zu Hause auf Dings. Auf PlayStation, auf Locker. Welches Spiel? Dragon Ball. Dings. Tekken. GTA, immer. GTA. GTA auf Online? Ivan Brinic, wer ist denn? Der Oleg hat in der Online-Welt. Oleg in Miesreich. Hey Bruder, schon GTA Miesreich. Stark. Bruder, du bist auch so, Gott sei Dank. Ja, Bruder. Du warst aber einer der ersten, der es gespielt hat, wo du E-Klasse hattest. Aber nein, jetzt gibt's eine neue. Das verändert sich ja immer wieder. Die haben doch so Update gemacht, ja, aber dass die wollen, du da wirklich einen Job hast. Du musst da. Da gibt's auch Casino und so, habe ich gelesen. Alles, Bruder. Ja, das ist schon hart, Alter. Also Freunde, damals, lange her, ich habe GTA gespielt. Ich war, ich bin ins Stripclub gegangen, gell? Kennst du das? Und ich war dort, gell? Und da kann man ja so in die Kabine reingehen, so ein Chaya-Tanz vor dir. Separé. Die kommt rein ins Zimmer, die sieht es. Die macht Schluss, Alter, die zieht ab. Ja, Bruder, normal. Krass, das stimmt, was er sagt, ich kenne das. Das ist ein Internetphänomen. Krass, Alter. Also, die Chaya hat Schluss gemacht, weil du in GTA fremdgegangen bist. Ja. Bruder, schick dir in GTA Blumen, dann hast du es wieder. Schreib in E-Vertrag, ich will GTA spielen, wann ich will. Das ist ja die Sache. Für uns ist ja nur GTA. GTA. War nichts mehr geglaubt. Ich hab an nichts mehr geglaubt. Krass, Alter, krass. Jungs, ey, lass mal wieder ernst kurz sein. Damit der, ey, damit wir sind Chat, die ganze Zeit ernst. GTA ist Chat. Ernst. Du hast gesehen, Frauen machen Schluss bei GTA. Ich will's nicht wahrhaben. Das ist das echte Leben, scheinbar. Scheiße, Alter. Da wurde Hochzeiten, Kinder. Hochzeiten, Kinder. Scheiße. GmbHs. Ja. GBRs. Aber mich hat sehr gefreut, dich quasi in der Serie zu sehen tatsächlich. Ja. Hier Sonne und Beton von Felix Lobrecht, diese Verfilmung. Und ich wollte einfach mal fragen quasi, wie war es, das Angebot kam, wie waren die Dreharbeiten? War es genauso schön wie bei Skylines? Ich meine, du bist ja jetzt schon Profi, bist ja schon halber Schauspieler im Endeffekt, so? Ja, es gab Casting und ich habe direkt mitgemacht, so, es hat auch direkt gepasst zu der Rolle, die ich bekommen sollte. Und dann haben wir nächsten Monate dann schon direkt gedreht, also letztes Jahr ungefähr. Und ja, Mann, direkt zack, alles abgedreht, 3 Tage. Und das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das war auch locker, ich hatte auch ganz viel Text oder so. Also ich meinte, ich musste das alles selber von mir aus erzählen und sagen und reden. In deinen eigenen Worten, extra, gell? Ich lernen musste extra oder so. Ich durfte reden, wie ich wollte. Es gab halt natürlich auch Sachen, um die es ging, ne? Ich musste mich halt daran halten und deswegen war es so Baba, weil man halt viel freestylen konnte. Und ja, Mann, das ist auf jeden Fall krass. Es kommt am 2.3. ins Kino, ja. Ja, Mann, nice, richtig nice auf jeden Fall. Und wie war es im Vergleich zu Skylines? Auf jeden Fall viel mehr größere Rolle, länger am Reden, mehr. Ich konnte mehr ich selbst sein. So. Skylines war cool, aber. Das kann man nicht direkt vergleichen. Beton ist krasser. Ja, nice, ey. Sehr nice, Alter. Geil. Sehr, sehr schön, Alter. Ich hoffe, da kommen auf jeden Fall noch Anschlussrollen und so. Wie gesagt, Ding, Authentic Athletic. Wie gesagt, ich glaube, es gibt wenige, die das so schön authentisch verkörpern können wie du. Hab mich sehr gefreut, Alter. Ja, Sicherheit, Bruder. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Maschine, Alter. Die reden die ganze Zeit, dass du nur am Machen bist, Alter. Das ist absurd, Alter. Ich weiß gar nicht, wie du überhaupt schläfst bei so viel, wie du machst. Ach, was doch, ein bisschen Schlafmus. Und Bangladesch, genau, in Bangladesch neue Inspiration suchen, Alter. Geil, Alter. Ganjladesch. Ganjladesch. Oleg Sesh in Ganjladesch. Gefressen oder gefressen werden. Willst du heute hier sterben, du kleiner Bisser? Hol rein, mach's fest, gib's los, mach die Cash, hab wie Bär.
Vaisel hat auf jeden Fall seinen Part beigesteuert. Mortel hat eine EP rausgehauen, jetzt am Freitag auch, wo also auch zur Serie. Mhm. Und das ist auf jeden Fall sehr vielversprechend tatsächlich. Wir hatten das Glück, wir waren quasi exklusiver Promopartner Deutsche BDA. Wir haben die ersten 15 Minuten bei uns bei YouTube draußen. Also, wie viel habt ihr dafür bekommen? Ist doch Partner. Das ist doch, macht man doch mit Liebe. Ich dachte, das lohnt sich. Einfach ein Ding. Ich frage nur, weil ich bin ja kritisch. Wie viel kriegt Kobe, wenn er checken LU? Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann bin ich kritisch, Bruder, weil ich will das Beste für meine Zuschauer. Deswegen, Bruder. Sehr gut. Aber nein, wir haben einfach gemacht, weil es eine geile Serie tatsächlich ist. Und deswegen hatten wir die ersten 15 Minuten, kann man bei Deutsche BDA auf dem YouTube-Kanal gucken. Aber die ganzen Folgen gibt es in der ARD-Mediathek. Ja, ziehen wir uns alle rein dann. Ist auf jeden Fall, also das Feedback ist sehr, sehr positiv tatsächlich. Ja, das Geile ist ja ARD-Mediathek, es ist kostenfrei. Ja, safe. Ach, sag doch gleich. Ach, Beste. Es ist plus Kida Kodr Ramadan, absolute Vier-Blocks-Legende. Und er hat nicht nur, schauspielerisches Input gegeben, auch sondern Regie. Auch Regie. Ja, traue ich ihm zu, Bruder. Auch Regie. Und Vaisel halt auch einfach eine Maschine. Alter. Spielt Vaisel auch damit? Ja, ich habe den Trailer leider nicht gucken können vor der Show. Vaisel ist auch dabei. Schönen Grüße an Vaisel. Das ist, was Olex jetzt auch gesagt hat, dass er quasi relativ viel Freiheit hatte und sehr er selbst sein konnte. Ja. War da, glaube ich, auch. Und Vaisel ist halt einfach... Er ist halt wie er ist. Vaisel, Motherfucker, hat diese Büsel gemacht mit Versace Boxershort. Hat ja diese Schauspieler. Tupac-Aura. Du brauchst einfach eine Kamera draufhalten, wenn er im Raum ist eigentlich. Bruder! Nee, der kann das sehr, sehr gut. Digga. Was heißt, er kann das? Er hat es. Der ist das. Ding. Er ist es. Auf jeden Fall. Vaisel, wann kommt eine Serie mit euch eigentlich? Wann kommt eure Serie? Frag Vaisel, Bruder, sonst was klar machen? Ja. Gefühlt kann man eure ersten 5 Jahre theoretisch als eine Staffel. Wir machen eigentlich prinzipiell nur mit Echo Fresh. Schöne Grüße an Echo, Abi. Schönen Gruß, Alter. Ja aber gut. Jetzt, Kida. Aber, so gesehen, guck mal, wir sind auch noch im Game, wir sind auch noch am Machen. Also, wir machen auch nicht alles, musst du wissen. Das stimmt. Und wenn dann das, bei euch eine Serie, so ähnlich wie bei Rheingold quasi, ich kann doch jetzt keine so Liebesszenen oder Dealer spielen oder so. Wir haben ja damals auch Skylines aus persönlichen Gründen abgelehnt gehabt. Okay. Bis zum Ende. Wo Cello Abi uns als Cello und Abdi auch da, da hieß es so, Abdi, willst du mal hier kurz an der Ecke Haschisch verkaufen? Ich sag, damit Eltern Marokkaner gucken, guck, der Sohn von Hajja verkauft Haschisch, ich wusste es, jetzt hab ich gesehen im Fernsehen. Da sagt er, zwar doch Film. Sagt er, ja, mein Sohn, der immer Weißwein trinkt, sagt auch, da ist Capri-Sonne. Aber wenn der Preis stimmt, verkaufen wir auch Haschisch und Benz. Ja, so ist es jetzt nicht. Ja, aber wir nehmen nicht alles. Aber da muss der, aber wenn der Kurs stimmt, dann wird auch Haschisch im Fernsehen verkauft, das ist kein Problem. Also wir sind auch käuflich. Ja. Hier, Chat, wie sieht's aus? Serie also, ich will da nicht in den heißen Brei reden. Aber war doch so, Ortak, oder hab ich was Falsches gesagt? Irgendwann war das so. Und Regie macht OL. Haben, du sollst wieder sein. 487, Ivan. Schreib diese Sami-Rolle. Genau, richtig. Ja, Regie macht OL dann. Sind wir wieder bei Sami. Aber Sami hat die Rolle krass gespielt. In GTA, nein. Sami hat die Rolle krass gespielt bei Skyline. Auf jeden Fall. Der war super. Der hat da richtig aber bei mir ist schwierig, Bruder. Ja. Ich hab frisch Schwiegereltern und so, die sagen, guck, dein Schwiegersohn verkaufst du Taschicht. Taschicht. Hatte bei Bananenregal in Aldi, hat er gewartet von Kolumbien. Hat er ich sag, Schwester. Hat er auf die Waage gelegt. Ich sag, ich fahr S-Bahn jeden Tag, bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe eigene Dämonen, die ich bekämpfe. Jetzt wollte ich mich hier noch als Drogendealer darstellen. Aber wie gesagt, schönen Gruß an Echo und an Kida. Und Vaisel. Und Vaisel. Und Samir in GTA. Mortel auch, schönen Gruß, Alter. Ist auch aber stabil. Aber Echo und Kida zu der Stelle, wir haben ja einmal gespielt bei 3 Türken und ein Baby. Blockbuster. Mhm. Kennst du Blockbuster? Ist auch eine ZDF-Produktion. Ja, safe. Da waren wir in der Zelle, da haben wir die ausgelacht. Aber von Herz. Von Herz, war super. Hat Spaß gemacht. Und mit Kida hatten wir nochmal das Vergnügen, aber da haben wir nicht mit Kida gespielt und Echo, da haben wir nur mit dem... Bei 3 Typen und einem Baby? Wie heißt der Dieser andere, kleine. Der kleinere? Carlito. Ich glaube Grieche, Costa. Costa Bravinho. Arruenio. Ja, aber der war auch gut. Der war aber gut Schauspieler. Ja, da haben wir den Autohändler mehr gespielt. Mhm. Ja, ja. Mhm. In Ramadan mit weiße Zunge. Genau. Und wir haben dann noch eine Szene bei Skylines. Ich glaube, das ist so unsere Filmografie. Ja, deswegen. So wenn man die bei namhafte, die man so... IMDb schauen will. Aber ich habe heimlich einmal unnötig bei GTA etwas mitgemacht. Nein, ich dachte. Ich bin online, was geht bei dir? Online Worldwide repräsentiert.